FIA European Truck Racing Championship zu Gast im tschechischen Most. Die Stadt und die Rennstrecke in Nordböhmen werden überragt von der mittelalterlichen Burg Nevin aus dem 12. Jahrhundert. Die meisten der knapp 67.000 Einwohner Motorsport verrückt. Und außerdem kommen Jahr für Jahr viele, viele Fans aus dem grenznahen Deutschland hierhin. Das fünfte von 8 Saisonwochenenden der besten Truck-Rennfahrer Europas markiert quasi den Start in die zweite Saisonhälfte. Halbzeitmeister der Saison 2018 ist Jochen Hahn. Der Deutsche hat bei 9 von 16 Rennen auf dem Podium gestanden, 6 Siege gefeiert und führt deshalb in der Gesamtwertung mit 188 Punkten, hat satte 57 Punkte Vorsprung. Grund, uns einmal unter den Top 5 umzuhören. Was lief gut, was lief schlecht? Welche Note geben sich die Rennfahrer selbst für ihre eigenen Leistungen in der ersten Saisonhälfte? Die Skala reicht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste Punktzahl ist. Als erstes haben wir Jochen Hahn gefragt. Ich habe dieses Jahr das ein oder andere Fehlerle eingebaut gehabt. Man hat es nicht immer an den Resultaten gesehen, aber die wirkliche Zufriedenheit, sag ich mal, ist 10, 9 fair bewertet. Der Zweitplatzierte in der Meisterschaft, Adam Latschko, hat lange überlegt. Zu viele kleine Zwischenfälle verhindern, dass er sich genauso gut bewertet wie Jochen Hahn. Zum Auftakt in Misano war ich nach einer Bauchoperation noch nicht hundertprozentig fit. Und am zweiten, dritten und vierten Rennwochenende hatte ich immer wieder Probleme mit den Hinterreifen. Jedes Mal hatte ich einen Plattfuß. Aber wir haben weiter gekämpft und auch ganz gute Resultate eingefahren und gute Punkte gesammelt. Und deshalb gebe ich mir die 8. Bei Norbert Kiss, dem Ungarn, lief es in den Hauptrennen meist nicht, wie er hofft. Deshalb gibt er sich selbst auch nur eine 7. Ja, weil ich die erste Hälfte der Saison nur auf Rang 3 in der Meisterschaft beendet habe. Sehr oft bin ich zwar aufs Podium gestiegen und deshalb habe ich mir die 7 gegeben. Zum Beispiel konnte ich dieses Jahr gar nicht bei meinem Heimrennen am Hungaroring gewinnen, wo ich sonst immer erfolgreich war. Und am Slowakiaring konnte ich nur ein Reverse-Grid-Rennen gewinnen und deshalb ist es eben nur die 7. Die gleiche Note gibt sich übrigens auch der Spanier, Antonio Albacete. Na, wir hatten wirklich Pech, zum Beispiel in Ungarn oder am Slowakiaring mit der Geschwindigkeitsüberwachung. Aber sonst bin ich eigentlich mit der Leistung zufrieden und ich denke, wenn wir in der zweiten Hälfte etwas mehr Glück haben, ja, dann sind wir auch da. Und auch bei Steffi Halm gibt's die 7. Ihre Saison hatte Höhen, aber auch Tiefen. Das Negativste war natürlich schon, als am Nürburgring auf dem 4. Platz liegend, wohl wissend, dass da vielleicht noch was gehen kann, dann auszufallen mit einem Reifenschaden war unglaublich ärgerlich. Dann eben auch zu Hause, nachdem man am Tag zuvor das zweite Rennen gewonnen hatte, wollte man nachlegen, wäre auch gegangen, aber dann war es eben vorbei und das war natürlich schon sehr, sehr enttäuschend. Samstagmittag auf dem Autodrom Most, Zeittraining und die Entscheidung in der Super Bowl. Vom Regen und den wechselhaften Streckenbedingungen beeinflusst ein Dreher von Shane Brereton am Ende der Super Bowl und gelbe Flaggen sorgen dafür, dass anschließend Jochen Hahn, Norbert Kiss, René Reinhardt und auch Antonio Albacete gleich 4 Piloten die schnellste Zeit gestrichen wurde. Denn diese Herren waren deutlich flotter unterwegs als zuvor im Sektor. Und das hieß für alle 3 Plätze zurück, auch für den Polesetter aus Spanien. Ja, bei den Sichtverhältnissen kannst du das nur schwer sehen. Der Mittelsektor ist ziemlich lang und wir wurden immer schneller. Und die gelbe Flagge war erst ganz am Ende des Sektors. Also auch wenn du ein wenig vom Gas gehst, eigentlich dann zur Sicherheit, du bist trotzdem schneller als zuvor. Somit standen also Sascha Lenz und Steffi Halm unverhofft in Reihe 1. Für Lenz ist es die erste Pole Position seiner Karriere in einem Hauptrennen. Im Regen kannst du nie irgendwie einschätzen. Ne? Wenn du hier 2 Meter zu spät bremst, kann es sein, dass du weg bist, kann aber auch sein, dass es gut geht. Ne? Und deswegen wollen wir, ich will eigentlich safe bleiben und gucken, wie das Rennen sich ergibt. Auf Startplatz 2 Steffi Halm, die eigentlich nur 5. war, auch sie also mit einer guten Chance auf einen Podestplatz in Most.
Und in Reihe 2 der Lokalmatador und amtierende Champion Adam Latschko, der Tscheche, auch nach vorne gespült, eigentlich nur Sechstbester in der Zeitenjagd. Die nächste Entscheidung der Rennleitung heißt Start hinter dem Pace Truck und zusätzlich gibt's noch eine Runde unter Gelb. Dadurch sollen sich die Fahrer an die sehr, sehr nasse Strecke gewöhnen, bevor es dann im Renntempo um den 4,2 Kilometer langen Kurs geht. Dann grüne Flaggen. Lenz schon mit einem kleinen Vorsprung. Adam Latschko greift bereits Steffi Halm in der ersten Kurvenkombination an und kann dank der besseren Traktion seines Bugira Freightliners an den Deutschen hier anschließend vorbeigehen. Die meisten der gut 90.000 Zuschauer an diesem Wochenende natürlich Adam Latschko-Fans. In Runde 4 kommt es zum Überholmanöver unter Teamkollegen Jochen Hahn im weiß-blauen Iveco-Truck. Der Stammnummer 2 kann an Steffi Halm im weiß-orangefarbenen Iveco-Truck mit der 44 vorbeigehen. Eine Runde später, onboard mit Latschko unterwegs, der sich an Sascha Lenz herangekämpft hat und ohne Mühe am Mann im gelben Truck mit der Startnummer 30 vorbeiziehen kann. Latschko also auf der 1 und Sascha Lenz nur noch Zweiter. Hier im Regen haben wir, kämpfen wir sowieso alle mit der Traktion. Adam konnte seine Linie fahren, hatte eine sehr gute Traktion und dann war er bis, wir waren auf gleicher Höhe gewesen. Er war einen kleinen Ticken weiter voraus, dann kam die Linkskurve und dann habe ich dann nachgegeben schon, weil ich gesagt habe, bringt mir nichts, jetzt hier zu kämpfen, nachher fliegen wir beide ab. Steffi Alm auf Rang 4 wehrt sich rundenlang gegen die Routiniers Albacete und Kiss und auch gegen André Kosin. Und wie schnell man über dem Limit fährt, oder besser gesagt bremst, musste Luis Recuenco, der Teamkollege von Antonio Albacete im Team von Lutz Bernau, erfahren. In Runde 7 ist es dann soweit. Zuerst geht Antonio Albacete an Steffi Halm vorbei und anschließend auch noch Norbert Kiss. Die beiden nutzen hier ihre ganze Erfahrung aus im Regen. Steffi Halm ja noch nicht so oft auf nasser Piste unterwegs. Und wenig später kann dann auch André Kosim, hier noch nicht, aber kurz nach der Haarnadelkurve an Steffi Halm vorbeiziehen. Das bedeutet, die Deutsche im weiß-orangefarbenen Truck mit der Startnummer 44 fällt von Rang 4 auf Rang 7 zurück. Nochmal onboard bei Luis Recuenco, hier hinter Erwin Kleinagelfort, dem Niederländer. Zu früh auf dem Gas, der Spanier. Und schon kommt das Heck rum. Die Zuschauer in Most fühlen sich gut unterhalten, auch wenn man nicht dafür applaudieren sollte, sondern für die Leistung von Adam Latschko. Nach 11 Runden hat er knapp 2 Sekunden Vorsprung auf Sascha Lenz. Die letzten beiden Kurven. Adam Latschko auf dem Weg zu Saisonsieg Nummer 2. Der Tscheche gewinnt also das erste Rennen am Samstag auf dem Autodrom Most. Zweiter wird Sascha Lenz, dritter Jochen Hahn. Auch wenn Adam Latschko gewinnt, am meisten freute sich Sascha Lenz über Platz 2. Ja, für mich lief es perfekt, bei meinem Heimrennen ein wichtiger Sieg, denn gleich im ersten Rennen der erste Sieg, einfach perfekt. Sascha Lenz also zwischen den beiden Champions der vergangenen beiden Jahre auf Rang 2, Latschko auf 1, Jochen Hahn auf Rang 3. Der meiste Applaus für Adam Latschko, der Champion des vergangenen Jahres, freut sich über diesen außergewöhnlichen Sieg in Most. Und das Ergebnis von Lauf 1 nochmal zum Nachlesen und eingefleischte Truck Race Fans werden auf Rang 8 schauen. René Reinhardt ist der Glückliche, der im zweiten Rennen des Tages beim sogenannten Reverse Grid von der Pole Position starten darf.
René Reinhardt, der deutsche Speditionsunternehmer in seinem blauen MAN auf der besten Startposition. Er ja im ersten Rennen einer der Bestraften, konnte sich aber von der 12 um 4 Plätze verbessern. Rennen 1 war wirklich gut gewesen, hatte ich ein gutes Gefühl. Chuck war wirklich gut abgestimmt, gutes Setup gehabt und ich selber war gut drauf. Und dann ja, konnte ich vorfahren vom 12. auf dem 8. War okay, jetzt Pole Position, aber ja, Wetter ist natürlich schon schwierig für uns mit den Trucks. Ohne Regenreifen, ohne alles und jetzt braucht man auch ein bisschen Glück. Und mal schauen, ja, mal schauen, was geht. Auf Rang 2, wie im Rennen zuvor, Steffi Halm. Und in der zweiten Startreihe dahinter André Kosim, der junge Mann, der Deutsche mit der Startnummer 11. Neben ihm Norbert Kiss, der Gesamtdritte in der Meisterschaft. Die Strecke immer noch äußerst nass, das heißt, zwei Formation Laps hinter dem Pace Truck und dann wieder eine Runde unter Gelb. So nehmen die 18 Race Trucks das zweite Rennen in Most in Angriff. Wir fahren mit bei Norbert Kiss in seinem Mercedes-Benz Truck vom Team Tankpool 24, der nach dem enttäuschenden 6. Platz in Rennen 1 unbedingt jetzt aufs Podium will. Im Kampf hier mit seinem letztjährigen Teamkollegen André Kosim im gelben Iveco. Und in Runde 2 ist es dann soweit. Der Ungar zieht vorbei am Deutschen und ist damit Dritter. Und ähnlich wie in Rennen 1 Steffi Halm, verliert auch André Kosim auf wenigen Metern 3 Plätze, denn Albacete und Jochen Hahn gehen auch noch am Mann aus dem Team Don't Touch Racing vorbei. André Kosim anschließend nur noch 6. In Runde 3 Hahn und Albacete Seite an Seite. Die beiden berühren sich. Jochen Hahn muss von der Strecke durchs Kiesbett, kann aber anschließend weiterfahren. Das Auto war fantastisch und ich konnte relativ gut pushen und angreifen. Antonio überholt, Side by Side. Buckel runter und dann in der Linkskurve war ich außer erinnern. Ich habe im Luftglas er mir nicht, aber er hat es nicht mit Absicht gemacht. So, ich glaube, er hat Aquaplaning stehen, das Rad ist voll in die Seite reingefahren. Na, unglücklicherweise habe ich gerade nach links eingeschlagen beim Kontakt mit Jochen. An der vorderen Aufhängung ist dabei etwas kaputt gegangen und die Aufhängung stand ganz schief. Schade, ich habe versucht, dann noch weiter zu fahren. Ja, aber rechts rum ging es irgendwie gar nicht, nur links rum. Und am Ende musste ich eben aufgeben. Norbert Kiss weiter auf dem Weg nach vorne. Runde 6. Der Ungar hier zunächst hinter Steffi Halm und dann aber relativ schnell vorbei an der Deutschen, die mit den nassen Bedingungen gar nicht gut zurechtkommt. Norbert Kiss also auf Rang 2. Und dass die Entscheidung aufzugeben von Albacete goldrichtig war, zeigt diese Onboard-Aufnahme. Dreher des Spaniers und Steffen Faas kann gerade noch so ausweichen. Das hätte allerdings böse ins Auge gehen können. In den letzten 3 Runden liefern sich Reinhardt, Latschko und Kiss den Kampf des Jahres. René Reinhardt macht sich manchmal breiter als ein Elefant. Dahinter belauern sich Latschko und Kiss. Jeder der 3 hat die Chance zu gewinnen. René Reinhardt kurz vor Schluss in der letzten Runde noch vorne. In der vorletzten Kurve aber Norbert Kiss an 3. Und dann diese Aktion von Latschko. Latschko setzt alles auf eine Karte. Reinhardt innen, Latschko mit der Traktion seines Freightliners geht vorbei auf den letzten Metern und fährt hier unter dem frenetischen Jubel seiner Fans zu Sieg Nummer 2. Was für ein Rennen. Die Enttäuschung bei René Reinhardt hält sich in Grenzen. Faire Gratulation des Tschechen, der dem Deutschen den Sieg auf den letzten Metern noch entreißen konnte. Ich habe erst versucht, da vorn zu bleiben. Da an allen Kurven und wo auch ein bisschen geblockt. Die beiden waren schneller gewesen. Es war einfach so, die waren ein bisschen schneller als ich. Und ja, am Ende ist es fast gelungen. Und dann letzte Kurve, Adam da nochmal angegriffen, außenrum. Und hat es auch geschafft und war dann wenige Meter vor mir gewesen. Und ja, ein bisschen schade, am Ende nur der 2. Platz. Aber immerhin,
nach so einem Rennen trotzdem zufrieden. Ich habe 3 Runden lang geschaut, wo ich an ihm vorbeikomme und wo er immer den gleichen Fehler macht. Ich hoffte, dass er es auch in der letzten Runde tut. Und als er dann nach innen ging, sagte ich zu mir, jetzt musst du es versuchen. Hat geklappt und so habe ich schließlich dann auch gewonnen. Adam Latschko, also zum zweiten Mal an diesem Tag der strahlende Sieger in Most. Vor René Reinhardt auf Rang 2 und Norbert Kiss auf Rang 3. Das Ergebnis dieses denkwürdigen Rennens hier nochmal zum Genießen. Die ersten 3 trennen nur 0,6 Sekunden. Adam Latschko, überall und immer nur Adam Latschko. Der 33-Jährige aus Prag stand schon am Freitagnachmittag im Fokus bei der traditionellen Truck-Parade in die City von Most. Eins der Highlights beim Czech Truck Prix. Die anderen Trucks und Rennfahrer mit Verlaub sind hier nur hübsches Beiwerk, Autogramme vom letztjährigen Champion. Und Handyfotos mit Adam Latschko stehen bei Groß und Klein ganz hoch im Kurs. Sonntagmittag, die Strecke trocken, das Qualifying aber noch im Nassen und deshalb steht Regenkönig Adam Latschko auch auf der Pole. Mit Jochen habe ich bisher immer schöne Zweikämpfe ausgefochten. Hier kommt alles auf die erste Schikane an. Die ist hier nämlich ziemlich eng. Naja, wir werden sehen. Und auch Frau Latschko scheint zu wissen, dass ohne Regen die Chancen auf Sieg Nummer 3 ihres Gatten geringer sind als mit dem Nass von oben. Der Start. Neben Adam Latschko, Jochen Hahn und dieses Mal geht's über die volle Renndistanz von 11 Runden. Latschko und Hahn vorneweg. Jochen Hahn mit der besseren Beschleunigung übernimmt noch vor der Schikane Rang 1. Dahinter das Duell um Rang 2 zwischen Adam Latschko, hier sozusagen links, und Sascha Lenz rechts. Tolle Aufnahmen aus der Kamera am Heck von Jochen Hahn. Und Vater Conny Hahn immer mit dabei, der gute Geist des Teams Hahn Racing sieht, dass sich sein Sohn Jochen absetzen kann und dass Adam Latschko seinen linken Kotflügel verliert. Trotzdem aber der Tscheche auf Kurs Richtung Podium liegt hier vor Sascha Lenz und Norbert Kiss im schwarzen Truck auf Position 4. Runde 7 onboard mit Shane Brereton, der Brite im MAN, hinter André Kosim. Die beiden auf den Positionen 8 und 9. Shane Brereton sticht hier innen rein in der vorletzten Kurve und schiebt André Kosim raus. Naja, am Ende kann sich der Brite durchsetzen. Ja, ich habe eigentlich ganz normal gebremst, André etwas früher. Ich konnte auch dank der Motorbremse viel stärker verzögern, war dann innen in der Kurve neben ihm. Aber er wusste es nicht. Unsere Räder vorne haben sich berührt. Er ging raus ins Kiesbett. British Racing Style? Britische Fahrkunst? Nee, ich denke, er hat einfach nicht aufgepasst. André Kosim also im leichten Drift Richtung Kiesbett und vorne Jochen Hahn weiter auf Rang 1. Noch 2 Runden zu fahren. Latschko auf 2, dahinter Lenz, Kiss und Albacete. Wir machen einen Sprung in die letzte Runde. Letzte Kurve für Jochen Hahn. Wahnsinnsfreudendrift des Deutschen, der im Ziel seinen 7. Sieg der Saison feiert. Gefolgt von Adam Latschko und Sascha Lenz. Der Tscheche also im Trockenen nicht so dominant wie noch tags zuvor. Und ein Hahnenschrei, mal etwas anders, bringt zum Ausdruck, wie wichtig dieser Sieg fürs Team Hahn im Latschkoland ist. Und noch einer freut sich wie Bolle. Sascha Lenz zum zweiten Mal an diesem Wochenende auf dem Treppchen. Und diese beiden Herren hier, Adam Latschko links und Jochen Hahn rechts, diskutieren nochmal die Situation durch, direkt nach dem Start. Jochen Hahn verhindert also durch seinen Erfolg den totalen Latschko-Durchmarsch, setzt seinerseits seine Serie fort. Mindestens einmal pro Wochenende gewinnt der Mann aus Altensteig in Baden-Württemberg ein Hauptrennen in dieser Saison.
Das Ganze nochmal zum Mitlesen. Und wieder der Hinweis auf Platz 8. Shane Brereton, der Brite, der Führende im Grammatrack, darf im vierten und letzten Rennen des Tages von der Pole Position starten. Doch bevor es soweit ist, gehört die Start- und Zielgerade in Most den Showtrucks. Rund 100 Fahrzeuge präsentieren sich und die dazugehörigen Fahrer. Oder auch die Fahrerinnen. Wenn ich später dann also Rennen 4 Shane Brereton, der Grammar-Cup-Leader auf Startposition 1, hat gute Erinnerungen ans vergangene Jahr. Ich habe René hinter mir, Albacete und Rodriguez auf der anderen Seite. Ich erwarte schon einen echten Wettkampf. Letztes Jahr hatte ich Glück, da hatten David und Sascha einen tollen Zweikampf, sodass ich einfach wegfahren und gewinnen konnte. Neben Brereton also der Portugiese José Rodriguez im blau-gelben Truck mit der Startnummer 14. Und der letzte Tagessieger wird erneut in 11 Runden packender Truck-Action gesucht. Rodriguez, hier schon vorbei am Polmann, hat wohl bei Jochen Hahn in Rennen 3 zugeschaut. Die Schikane. Shane Brereton bekommt einen leichten Schubser von René Reinhard. Albacete wird von Brereton anschließend getroffen. Der Spanier muss durchs Kiesbett, fällt in der Folge bis auf Rang 10 zurück. Shane Brereton auf Rang 3 vor Norbert Kiss wird hier aber vom Ungarn attackiert und Brereton muss nach einem Kontakt ins Kiesbett. Rennunfall entscheiden die Stewards später. Keine Strafe also für Kiss, Brereton danach nur noch Siebter. Runde 2, die 77, René Reinhardt übernimmt die Führung, überholt den von Rang 2 gestarteten Rodriguez. Reinhardt ja von Rang 3 losgefahren. Und Norby Kiss im schwarzen Truck mit der Startnummer 3 geht zwei Kurven später auch am Portugiesen vorbei, liegt jetzt hinter René Reinhardt auf Rang 2. Runde 3 on board mit Jochen Hahn hat vor sich hier Adam Latschko und Sascha Lenz. Adam Latschko, ausgangs der Schikane mit der viel besseren Traktion als Sascha Lenz, geht vorbei am Deutschen. Sascha Lenz, das komplette Wochenende ohne Datenaufzeichnung unterwegs. Respekt vor der Leistung des jungen Deutschen. Wenig später geht dann auch Jochen Hahn an Sascha Lenz vorbei. Beide, also Latschko und Hahn, rücken vor auf Rang 4 und Rang 5. Und der gesamtführende Jochen Hahn direkt hinter dem Meisterschaftszweiten Adam Latschko. Ein unkluger Angriff, völlig sinnlos. Punkte sammeln auf dem Weg zum 5. Europameistertitel lautet die Maxime bei Jochen Hahn. Und deshalb unternimmt der Deutsche auch keine ernsthaften Angriffsversuche. Am Ende gewinnt René Reinhardt, holt sich dann also doch noch den ersten Sieg der 2018er Saison. Zweiter Norbert Kiss vor José Rodriguez. Nachdem er schon am Tag zuvor so dicht dran war am ersten Saisonsieg, haben sich das Team und René Reinhardt diesen Erfolg hart erkämpft und redlich verdient. René Reinhardt vor Norbert Kiss und José Rodriguez. Jeder Fehler, den man macht, wurde ausgenutzt. Also er war hinten dran und ja, ich muss mich ziemlich konzentrieren. Aber wir haben ein bisschen nachgelassen in der zweiten Rennhälfte. Ungewollterweise, aber am Ende das Glück gehabt und keine Fehler gemacht und den Sieg nach Hause gefahren. Die Leistung des Portugiesen sehr hoch einzuschätzen. José Rodriguez zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podium eines ETRC-Rennens als Dritter hinter so erfahrenen Männern wie Sieger René Reinhardt und dem zweitplatzierten Norbert Kiss. Das Ergebnis von Lauf 4 in Most im Überblick: 7 Trucks innerhalb von 6 Sekunden. Auf Rang 15 Ollie Janes, er erfolgreichster Fahrer im Grammar Truck, der Teamkollege von Adam Latschko. Zwei Siege, ein weiteres Podium und so viele Punkte wie kein anderer Grammar Cup Pilot. Ollie Janes also ganz oben.
Für mich ist das hier ein großer Pluspunkt. Das heißt, wir haben uns vom Start der Saison stetig weiterentwickelt, einen guten Job gemacht. Hatten am Anfang zwar Probleme, unsere Pace zu finden, aber jetzt, nach der Pause, sind wir da, wo wir sein wollen. Und in der Gesamtwertung liegt nach wie vor Jochen Hahn in Front. Geht mit 48 Zählern Vorsprung vor Adam Latschko ins nächste ETRC-Wochenende im belgischen Zolder.